Hi, heute machen wir ein DIY-Spülschwämmchen aus Gemüsenetzen. Ihr braucht pro Schwamm 2 bis 3 Obst- oder Gemüsenetze, einen Baumwollfaden, eine dicke Stopfnadel, eine Schere und Wäscheklammern. Wenn an eurem Netz noch Metallteile oder ein Etikett ist, dann müsst ihr sie, bevor es losgeht, entfernen. Legt die Netze so übereinander und faltet sie nun zu einem Viereck oder Rechteck. Achtet darauf, dass die offenen Enden der Netze immer nach innen gefaltet sind. Fixiert das Ganze nun mit Wäscheklammern. Nun nehmt ihr Nadel und Baumwollgarn, schneidet ein ca. 1,20 Meter langes Stück ab und fädelt es durch eure Nadel. Los geht's, jetzt umnähen wir das Schwämmchen. Ihr beginnt hier in der Ecke und jetzt näht ihr mit einem Schlingstich einfach einmal rundherum. Achtet darauf, dass ihr am Rand immer alle Lagen trefft. So sollte euer Schwämmchen nun aussehen. Jetzt fehlt nur noch die Schlaufe zum Aufhängen. Dafür lasst ihr das Fadenende genauso lang wie das vom Anfang, legt die beiden doppelt zu einer Schlaufe und macht am unteren Ende einen Knoten hinein. Schon ist das Schwämmchen fertig. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen.